Intervalls kommen Leistungserbringer heute noch um den Einsatz von Dosismanagementsystemen herum? Dosismanagementsysteme sind für die Zukunft sehr wichtig. Wir brauchen sie für die Dosisüberwachung in der Radiologie, für Dosisoptimierung, für Workflow-Betrachtungen. Das heißt, es ist zwar gesetzlich noch nicht zwingend vorgesehen, aber selbst die jetzige Röntgenverordnung sagt, man soll Vergleiche mit der Dosiswerte mit den diagnostischen Referenzwerten machen und man muss eine Optimierung durchführen. Und wenn man das nicht manuell händisch durchführen möchte, dann muss man Dosismanagementsysteme einsetzen. Was ist hier noch an Arbeit zu leisten? Derzeit sind die Daten oft nicht sehr zuverlässig. Es kann zum Beispiel sein, dass die Einheiten falsch sind. Das andere ist, dass die Bezeichnungen oft sehr unterschiedlich sind. Also jede Institution hat andere Bezeichnungen für Untersuchungsarten. Wenn man jetzt diese Daten zusammenführen will, muss man sehr aufwendig einen Abgleich machen. Das heißt, wir brauchen für die Zukunft eine einheitliche Terminologie. Wir brauchen einen gemeinsamen Auswertekatalog, also bezüglich der Bezeichnungen. Dann haben wir die Voraussetzungen geschaffen, dass wir auch übergreifend Auswertungen, also auch über Institutionen hinweg zum Beispiel, machen können. Wie bereiten sich die Häuser am besten für den Einsatz vor? Am besten ist es, wenn man ein Team bildet aus Radiologe, MTRA, Medizinphysikexperte hauptsächlich. Das sind die Leute, die sich ja kompetent damit auseinandersetzen. Dann sollte man schauen, was ist eigentlich der Bedarf in der Institution? Was möchte ich denn für Funktionen haben? Es gibt ja sehr große Unterschiede. Es gibt Systeme, die haben kleine, aber ausreichende Funktionen, die zur Überwachung der Dosis erforderlich sind. Dann gibt es Systeme, die viel, viel mehr können. Die haben natürlich dann auch zum Beispiel Kontrastmittel-Applikationen mit dabei. Die können auch Informationen aus anderen Systemen, also RIS zum Beispiel, mit auswerten. Und man kann fast so wie beim Data Mining oder Data Warehouse dann sehr vielfältige Auswertungen machen. Das ist sozusagen das High-End und irgendwo gibt es dann auch mal den Übergang Richtung Big Data und Smart Data. Das wird dann die Zukunft sein. Und jeder muss halt vorüberlegen, was brauche ich und wie kann ich dann mit dem System am besten meine Ansprüche erfüllen. Möchte ich zum Beispiel auch Workflow-Betrachtungen machen? Möchte ich schauen, wie die einzelnen Leute ihre Abläufe tun oder wie ein Gerät ausgelastet wird? Dann habe ich eigentlich erst so ein System in seinem Mehrwert genutzt. Welche Vorteile ergeben sich denn für Patienten oder künftige Patienten? Also die Patienten bekommen erstmal hoffentlich weniger Dosis bei mindestens genauso guter Qualität. Das erreichen wir schon durch diese direkte Dosisoptimierung. Da kommen auch die ärztlichen Stellen mit hinzu, die entsprechend ja auf Basis dieser Werte dann besser auswerten und auch besser Rückmeldungen machen können. Und auch die ganzen Prozesse und der Aufwand verringert, vereinfacht wird. Das Zweite ist dann, dass ja auch für die Patienten selbst die Dosis erfasst werden soll. Das kann man zumindest mal dann für einen Aufenthalt machen von dem Patienten, sodass man sagen kann, wie war die Dosis oder vielleicht auch zwischendrin die Entscheidungen noch optimieren kann, ob eine weitere Röntgenanwendung erfolgt. Und für die Zukunft, wenn wir mal Richtung elektronische Patientenakte auch auf die Patienten bezogen dann denken, dann ist es natürlich sinnvoll, wenn wir auch die Dosisdaten dort mit hineinbringen. Das ist für die jüngeren Patienten und ich denke mal für die nächsten Jahre dann eigentlich das Normale.